Miau, willkommen zurück. Zu Bioshock Infinite. So, wir haben hier noch mal ein bisschen zu kämpfen. Alles unsere Leute. Ja, Checkpoints in Spielen. Die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. So, ab zum Zeppelin. Diesmal zu unserer Rechten. So, du Riesenviech, wie kriege ich dich? Wie kriege ich das Riesenviech da runter? Achtung, 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 Achtung. Ich will da hoch an die Skyline. Lass mich an die Skyline. Bucker. Geht nicht. Vorne können wir, glaube ich, aufspringen. Wie kommen wir da hoch? Ich kann ja auch nirgendwo drauf schießen von hier aus. Wie schaltet man so einen riesen Zeppelin ab? Hm? Fahren wir ja halt mal eine Runde. Ah ja, das sieht jetzt schon besser aus. Ich kann da aber nicht drauf von hier aus. Das verwirrt mich sehr. Okay, wir fahren nochmal ein Ründchen. So viel Zeit muss sein beim Kämpfen gegen einen Zeppelin. Ich will mal wieder abspringen. Das hier hat wenig Sinn. Ich weiß nicht, wie wir das am besten machen. Ich brauche auch erstmal wieder Moon. Was mich verwirrt, ist, dass ich da nichts zum Abspringen angezeigt bekommen habe, denn sonst wäre ich da jetzt halt mal draufgegangen, ne? Ich komme da so nicht hoch. Ja, ist schon gut, schon gut. Ich versuch's nochmal, ich will da halt drauf. Im Fliegen hier trifft man auch schlecht. Jetzt geht's. Moin, hi. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Wie Lizzie einfach schon hier ist. Das hat er mir vorher nicht angezeigt. Da hätten wir uns Zeit gespart. Kann man nichts machen. Auf geht's. Ich nicht erwischt, ne? So. Dann wird's vernichtet. Okay, wir sind im Zeppelin. Nicht gesehen, moin. Okay. Wir haben ja auch immer Patriots. Das ist schon irgendwie nicht mehr so neu. Ich weiß nicht, also theoretisch sind die hier doch das Pendant zum Big Daddy früher. Ich finde ihn aber nicht so beeindruckend wie den Big Daddy. Ich muss den Antrieb lahmlegen und das Ding runterholen. Wir müssen hier erstmal dafür sorgen, dass wir nicht totgeschossen werden. Mutig. Und tot. Ich würde keinen angreifen, der gerade den riesen Patriot hier
Jetzt runter von dem Ding. Nerd. Wie komme ich denn hier runter? Panik. Oh Gott, wie kommen wir hier denn jetzt rechtzeitig wieder runter? So, er stürzt ab und wir sind mitten drauf. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Da lang. Okay. Okay. Boah, mutig, ne? Finde ich schon. Falsche Richtung, ne? Dahin wollen wir. Wo ist der Zeppelin denn jetzt eigentlich? Können wir noch zugucken? Nein. Kommen wir jetzt da rein? War das nicht unser Plan, hier reinzukommen? Bin ich gerade verwirrt? Oh. Scheiße. Okay. Hier ist ja aber auch niemand, der mir mal was sagt. Na gut, dann war ich doch vorhin richtig. Verwirrung. Work. Ich glaube, dass diese Uhr immer auf Work steht. Leisure, Sleep, Training. Ach, da oben sind sie alle und es leuchtet schon ganz aufgeregt. Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Sehr schön, die Tore sind offen. So, da sind wir also. Oh, das war einer von uns. Aber der ist hier doch gerade so böse reingesprungen. Okay, hat niemand gesehen, hat keinen gestört. Er ist ja auch nicht tot. So, I got that going. Pfft, sehr schön. Ausgebüxt! Oh, du bist noch gar nicht tot, aber ich konnte gerade trotzdem schon deinen Loot mir nehmen. Aber du hier... Okay. Ich hatte dich. Könnte ihn schon ausschalten. Boah, jetzt kam ich erst. Ach, ist das blöd manchmal. So. Das ist halt immer die Gefahr bei den Dingern. Irgendwann sind sie dann nicht mehr auf unserer Seite. Und so schnell kann man hier meistens gar nicht reagieren. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der führt bestimmt in Finks Büro. Oh, neue Kleidung. Hut, Sturm. Beim Töten mit Teufelskuss, Schock, Jockey oder Bock in der Bronco springen die Effekte auf nahe Feinde über. Nein, ich möchte meine elektrische Berührung gerne behalten. Okay. Ah, ich bin gespannt. Daisy oder Fink? Wer von beiden setzt sich hier durch? Moin. Siehst schon wieder so besorgt aus. Was ist los, Lizzie? Revolution ist nicht so angenehm, ne? Tja. Hätte ich dir vorher sagen können. Oh, guck mal, cool. Da wird das alles hergestellt. Schön. Tja. An sich macht er ja geile Sachen. Du bist halt nur mal seine Arbeiterpolitik. Sie sind füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Stimmt, Fitzroy und Comstock. Nicht Fitzroy und Fink. Maylin, Mr. Lin. Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen.
Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Ja, das passiert, wenn man mit den Realitäten spielt. Komm raus, damit ich dich sehe. Was? Ja, supergeil! Und so schnell sind wir der Arsch. Ist verständlich, ich würde uns auch nicht vertrauen, wenn man keine Ahnung von diesen Rissen hat. Wie soll man denn dann jemandem glauben, der jetzt eigentlich mal tot war und jetzt ist er einfach wieder da? Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart, obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Sieht mal, was der hier Schönes hat. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Aber ich benutze ja doch immer nur den Schockjockey und meinen Teufelskuss. Ich wollte fast wieder Electrobolt sagen. Ja, jetzt war ich gerade ganz verwirrt. Okay. Die Munition kaufe ich ganz einfach nicht. Das ist Blödsinn. Auch wenn wir zurzeit wenig haben. Finden wir wieder welche. Strafe muss sein. 30%ige Chance, dass ein Nahkampfziel beherrscht wird. Nee. Nimm mit, aber... Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Ist ganz schön dunkel. Da ist zu. So. Haben wir alles angeguckt. Ja, so ähnliche Zeichnungen hatten wir auch von den Big Daddies. Der kam lange nicht mehr, ne? Ist das jetzt vielleicht ein bisschen Foreshadowing? Ich bräuchte hier Hilfe. Puh, Kinderspiel. Erledigt. Okay. Das sieht so cool aus. Das hat wirklich was von Alice Madness Returns, da diese Hutmacherwelt da oben. Was ist los? Warum schreist du und rennst du? Oh. Tötet die Hochstapler und dann verbrennt ihre Leichen. Daisy! Fireman, Vorsicht! Okay, das war's jetzt fürs Erste schon mal mit Fink. Okay, kurzer Prozess. Nur schade, dass wir jetzt auch noch die hinter uns haben. Also nicht mehr hinter uns haben, sondern auf uns gehetzt haben, gegen uns. Denn jetzt haben wir natürlich alle Seiten, die hier versuchen, uns zu killen. Was scheiße ist, wie ihr euch wohl denken könnt. Oh, oh. Okay, mein Schild ist wieder aktiv.
Und das nur, weil wir mit Realitäten rumfuschen hier. So viel Zeit muss sein. Nee, kann ich gar nicht. Doch kann ich. Doch kann ich. Doch kann ich. Hübschis brennt, ne? Wunderschön. So. Ich weiß gar nicht, warum sollte ich den... Okay, ihr Lieben. Wir versuchen morgen hier rauszukommen. Mal sehen wir, wie wir uns hier gegen beide Seiten stellen können. Wir da alleine mit unserer süßen Lizzie. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Es wird rasant, ich sag's euch. Ihr merkt's schon. Bis morgen.